ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Rescue Headquarters auf meinem Kanal. Ja, die Leute haben sich gerade ausgetauscht, ihr seht. Ich habe das Game jetzt nicht neu gestartet. Was ich aber mal könnte, ist das Spiel speichern. So, das wäre jetzt LK7, was der Code auch schon wieder war. Gut. Eine Rettungsausrüstung ist beschädigt, die hier. Wir haben in der letzten Folge den Schießstand angefügt und schaut mal an, der ist aber beliebt, du. Aha, da wird wahrlich geübt. Das ist aber gut. Kommen weitere Punkte rein. Wir möchten uns diese Folge den ersten Helikopter leisten, wenn das klappt. Und da kommt wieder ein Einsatz rein. So, gerne mal dieses Boot. Die besten Leute, die ich habe. Ja, weil die sind wirklich gut ausgebildet, also kann man nichts mehr sagen. Die Hoffnung, die ich habe, dass wir die Helikopter auch auf dem Wasser verwenden können, kenne ich mich halt wieder mal nicht so gut aus, ob das realistisch ist, diese Hoffnung zu haben. Ja, ich würde sagen so, 102%. Es nimmt stark ab, wenn ich den wegmache, oder? Ja, nimmt stark ab. So. Weil wir halt nur ein Polizeiboot haben und dieses... ja, irgendwann mal ausgebucht sein könnte. Vor allem, es bietet auch nur 5 Plätze. Was jetzt auch nicht so optimal ist. Gut. Da haben wir bestimmt dieses Fahrzeug. Ich weiß, ich könnte noch mehr rausholen. Alter, der macht 5 Leute! Wenn ich oben lesen würde, was es gibt und dann hier schauen würde, welche Modifikatoren ich nehmen kann, dass wir besser davon kommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, immer den Text zu lesen und wiederholt sich dann, ist jetzt auch nicht gerade das Optimalste. So, ich würde sagen, ich mache das mal so. Und dann hier. Ja, es braucht nicht viel. Ah, da kann ich 2 mitnehmen, dann nehmen wir den. 76% Drohnen fehlen, die hätten wir aber, oder? Ah, sind sie kaputt oder schon außer Haus? Kann gut sein. Plus eine K9-Einheit. Kann ich auch nicht besser machen. Ich kann höchstens hier den Ambulanzbus verwenden, dann sind wir bei 80. Dann sind die erste Hilfe-Sets dabei. Kann ich auf die verzichten. Und ja, let's go. Es kommt hier bestimmt auch noch ein großer Einsatz. So. Und in der Zeit, wo ich ja hier rumklicke, könnt ihr auch oben 1-2 Sätze lesen, oder? Ein Einwohner ist seit über 24 Stunden verschwunden. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten sollten wir besser schnell handeln. Wer weiß, was ihm passiert ist. Ja. Das weiß ich halt auch nicht. Vor allem, dass es da 4 Polizisten braucht. Ist schon mal... Da nehme ich gleich den Notarzt. Ne, geht auch wieder nicht. So, 90%. K9-Einheit ist außer Haus. Wir haben wie viele? Wir haben 2 eigentlich. Da hat es 20.000 hat's gegeben von einem Einsatz. Nicht schlecht. So, mal schauen, ob wir noch ein paar Mitarbeiter finden. Wir sind fast voll. Und ich würde jetzt erstmal auch nicht mehr weiter ausbauen. Andererseits, ich kann aber auch hier im Büro mal... Alter, ist das laut. Hier, den Job stoppen. Brauchen wir nicht. Und hier. So. Dann werden auch nur noch die vorgetragen, die wir brauchen. Kann man auch mal so überlegen. So, hier. Soll ich dir das noch dazugeben? 83%. Ja, es muss fast so sein. Diese Fahrzeug AS98 Bussard. Haben wir das nicht? Haben wir nicht. Wollten wir das noch kaufen oder wie? Ah, nee, das war... Genau, das hat mich letztes Mal schon... Das war hier, glaube ich. Ja, ja, genau. Das war der Helikopter, den wir da brauchen. Heißt aber auch gerade,
dass der für die Küstenwache, der Helikopter auf jeden Fall über Wasser, ja gut, macht auch keinen anderen Sinn, eingesetzt werden kann. Dann hoffe ich, dass das bei der Polizei dann auch geht. Wer weiß. So, und dass die nicht länger stören, gibt es ja auch so ein Kreuz. So. Ja, den kann ich aktuell nicht machen, weil uns fehlen da die Leute. 711, das heißt, wir können schon bald jetzt diesen Helikopter freischalten, eventuell. So, kommt aber auch schon der nächste Einsatz. Ja, den brauchst du wirklich überall. Das Game will jetzt zeigen. Wir brauchen das. Ja, und jetzt wird es da schon knapp. Was mache ich da? Ja, ich warte ab. Keine andere Wahl. So, und da ist noch ein Brechwerkzeug kaputt. So. Das mit der Drohne war auch noch offen. So, immerhin 1300 Punkte. Hier ist alles gut. So, ihr seht, da sind ein paar Leute und Boote zurückgekommen. Vielleicht sieht es jetzt besser aus. Die sind zwar immer noch weg. Aber ich kann hier die guten Leute nehmen. Kann auch das da nehmen. So. Ja, 70%. Wir gehen auf Risiko. Würde ich sagen. Macht zwar nicht viel Sinn, weil man erhält ja auch nur 70% der Punkte dann. Wie sieht eigentlich die Statistik aus? Das war ich. Nee, das war nicht da. Konnte man das noch mal sehen? Ich dachte hier drin irgendwie. Oder da bei den 100%? Ja, da, genau. Letzte Woche fehlgeschlagen 13. Ich hoffe einfach nicht, dass sich das wiederholt so. Aber 13 eigentlich von der Anzahl Einsätzen, die wir gemacht haben, ist ja wenig. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass wir gut unterwegs sind hier. %, sehr gut. Also ich glaube, ich starte mal das Game neu nach der Folge, weil es ist schon extrem. Ja, der ist müde. Es ist schon schwach aufgestellt gerade, aber es kann wirklich sein, dass es so ist, weil ich kann ja nicht sagen, dass ich in den letzten Monaten ständig gespielt habe. Also von dem her kann ich das nicht bezeugen. So. Ob das nicht vielleicht auch normal ist. Gut. Dann hier denn noch da jemanden. Ein Erste-Hilfe-Set habe ich 95%. Sehr gut. So, wie viel Polizei bleibt übrig? Ja, komm. Wir wollen ja auch was verdienen, weil bei denen ist ja der Verdienst recht gut. Ist aber schon wieder ein großer Einsatz. So, und ihr seht, ich kann hier kaum die Mitarbeiter auswählen. Okay, es fehlen noch ein paar. Das kann ich anwählen. Und eigentlich möchte ich möglichst nicht die roten nehmen. Der gibt ein Minus da. Haben wir da oben noch einen? Der zählt. Okay. Keine Drohne, keine Hunde. Ja, oder soll ich warten? Gibt halt schon. Die 20.000 Geld könnten wir gut gebrauchen. Ist halt schon so. Und da ist auch schon der nächste. 4 noch in Arbeit. Okay, wir sind da ein bisschen im Rückstand. Aber ich warte schnell ab, bis der andere zurückkommt. So, da lädt sich auch schon wieder irgendwas. Genau. Nächste Schicht. So, wir wollten uns ja noch dem widmen. Und das machen wir jetzt außerhalb. Ihr seht, ich kann alle freischalten und
Ganz ehrlich, der wichtigste ist der hier. Weil der fehlte jetzt ständig. 100.000 kostet der Helikopter. Okay. War das Anzeigebild immer noch schon so? Bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das schon immer so war. Okay. Wo hat der Platz? Würde sogar hier hinten passen. Ich mache den erstmal hier hin. So. Und wir sehen, ob die anderen alle gleich sind oder da ein bisschen unterschiedliche Platzverhältnisse sind. Wir können ja immer noch bewegen, das ist kein Problem hier. Der Geburtstag Ihrer Majestät steht an. Das heißt, es gibt ein großes Feuerwerk mit Drohnen und Lasern. Piu, 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 piu. Sie feiern auf einer kleinen Flotte königlicher Yachten auf dem Fluss. Und sie werden als Sicherheitsnetz für ihre Wachen an Bord dienen. Wenn etwas schief geht, dann ist es ihre Schuld. Verstanden? Wir gehen davon aus, dass die Toxity-Bande auftaucht. Wir haben Gegenstände von jenen gefunden, die versucht haben zu entkommen. Schiffsbesatzungskleidung, Entwürfe, gefälschte Ausweise. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Streitkräfte in Topform sind. Ich werde schließlich auch teilnehmen. Ja, aber er wird gar nichts machen. Er wäre genau der, der dann so in der Ecke steht. Oh, da ist was los. Schnell verstecken. So, ich muss ehrlich sagen, das Design ist wieder neues. Die sehen nicht so aus wie die anderen, glaube ich. Er sieht recht cool aus. Farblich zwar ein bisschen schlicht, wenn ich es mal so sage, oder modelltechnisch, aber ansonsten, ja, freue ich mich, dass der im Einsatz ist dann. Das ist natürlich wieder eine tolle Aufgabe hier. Und ja, da müssen wir wieder ein paar Vorkehrungen treffen. Also, ich weiß nicht, ob unsere Drohnen hier ausreichen für das Ganze. So. Die Polizei kam, glaube ich, zurück. Die Frage ist nur, können wir jetzt diese Hunde verwenden oder können wir es nicht? Ja, sieht ähnlich aus da. Ich habe nur mehr Leute, das ist schon mal ein Vorteil. Vielleicht holen wir so auch noch ein paar Prozentpunkte raus. Ja, jetzt reichen die zwei Fahrzeuge. Aber 74% ist halt schon dürftig. Also, ich kann noch ein bisschen Zeit geben. Es werden auch gleich schon die nächsten anderen Einsätze kommen. So. Ja, schauen, hat sich gelohnt. Jetzt reicht's locker aus. Ist wieder mal lächerlich. So, 88. Ja, 99 ist gut. Okay, dann haben wir das Geld auf jeden Fall gesichert. Also wenn es da schief geht, dann weiß ich auch nicht. Und eine Drohne ist tatsächlich wieder kaputt. Ah, das war die. Die habe ich ja schon in Reparatur gegeben. Sowie ein Erste-Hilfe-Set. Auch beschädigt. So. Ich glaube, da haben wir relativ alles gekauft, was geht. Und schau an, wir können das erste Mal einen Helikopter verwenden und wenn ich das jetzt nicht tun würde, wann dann? So, und dann brauchen wir ein großes Fahrzeug noch dazu, wo wir ein paar gute Leute unterbringen können. Wie viele Plätze hat er eigentlich? Sechs Plätze, okay. Und er hat auch zweimal Navigation. Ja, das ist ja toll. Und hier haben wir leider nach wie vor, und jetzt nur schlechte Leute. Könnte kritisch werden da. 95%. Obwohl ich da viel zu wenig Leute habe. Okay. Let's go. Ah, ja, sorry. Wir sind gespannt. Die werden bestimmt wieder dieselbe Reinsprung-Animation haben wie immer. Das war ja klar, oder? So. Na, wann kommen die? Da kommen sie angerannt. Ja. Nee. Nicht mal. Das wurde abgeändert. Sie steigen rein.
Oder ja, sie laufen rein, sagen wir es mal so. Okay, starke Animation, etwas enttäuschend. Gut. Aber ich bin froh, haben wir den jetzt hier verfügbar. Und im Einsatz. Ja, jetzt brauchen wir da wieder was Polizeimäßiges. Schon 95%, vielleicht noch das Schnelle. Und von 100%, sehr gut. Dann noch etwas von der Feuerwehr, zum Glück was Kleines. Hier ist das Kommandofahrzeug, das gibt 2%, genau, wenn man das dazu nimmt. Ist nicht viel, aber vielleicht brauchen wir es mal. So, und das ist natürlich auch sehr praktisch hier. Wir haben schon wieder 1600 Punkte. Ja, da würde ich sagen, heute ist die Folge der Helikopter. So, das war jetzt das Büro, da sind wir auch noch nicht so weit. Ja, ich glaube, als Nächstes brauchen wir schon die Polizei. Um ein bisschen manövrierfähig zu sein, auch 120.000. Und der ist kleiner von der Grundfläche. Ich würde sagen, wir platzieren den hier. Weil die Ecke ist ja quasi gesetzt und immer weiter rein. Also da wäre dann die Lauffreie so gesehen und hier nochmals 2. Und dann sehen wir, was wir Platz haben hier. Vielleicht gibt es dann hier nochmals einen Schießstand an der Seite. Das wäre so der Plan. So, wir haben 90 Polizisten. 90. Nur schon die Zahl alleine. Aber es reicht einfach nicht. Andererseits, meine Garage ist auch wieder zu groß. Ich könnte hier noch so einen Lockerraum machen. Wenn ich jetzt hingehe. Versorgungsraum. Hier. Genau so. Einfach nur bis dahin, dann passt das gerade. Dann Türen noch dazu. Da. Gib mir die richtige Türe. So. Einmal da ein Durchgang. Einmal hier. Einmal da. Ne, die wollte ich gerade... Mach hier rein. So. Und dann platzieren wir da einfach nochmal so ein paar Kästen für die Polizei. Die Mod habe ich weiterhin installiert natürlich. Also, ja, die Tür kann dann vielleicht noch etwas rüber. So, das sind jetzt nochmals 40 mehr. Da hatten noch was anderes Platz. Rüstung oder so. Was da gerade noch so reinpasst. Ein Hund ja nicht, weil der sperrt ja alles zu. So, ihr seht es, 130. Und mit 130 Leuten sollten wir es also hinkriegen. Weil das wären ja dann immer noch 65 pro Schicht. Also jetzt sind wir bei 45. So, dann aktiviere ich den wieder. Sollten da wieder neue Bewerbungen reinkommen. Da hat es wieder ein bisschen Cash gegeben. Wir sind zurück. Und auch hier ist der Helikopter. Ja, ihr seht, ein bisschen anderes Design ist es schon. Stehen natürlich so gesehen wieder fast zu nahe. Wenn ich da ehrlich bin. Gut, wir haben da noch ein schmuggelbare Waffen. Wieso hat es jetzt den aktiviert? Ich habe doch gar nicht okay gedrückt, glaube ich, oder? Die Waffen werden in einer verlassenen Lagerhalle am Rande der Stadt verteilt. Schnell dahin. Natürlich, der Helikopter muss mit, plus die beiden. Und zum Glück haben wir wieder ein paar Leute. Alter, das reicht ja schon. Gut, Helikopter gibt 5% Bonus. Aha. Ich habe 3 Fahrzeuge, 2 Leute. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir haben ja so viel unerfahrene Leute. So, wir schicken die einfach alle dazu. Und zwar nicht, weil ich weiß schon, was es da, ob sich's lohnt oder nicht. Ich nehme sogar den noch weg. Ja, so geht's nicht, aber so. Die Chance ist dann da, dass die sich halt alle weiterbilden. Und dann hätten wir wieder bessere Leute. Deshalb gebe ich die mit. Gut,
Wenn dann die... Da hat sich schon wieder eine... Ich glaube, weil wir das Maximum vielleicht hier erreicht habt, werden die einfach so rausgegeben. Irgendwann habe ich einfach keine Leute mehr. Okay, das geht so, gut. Da schauen wir uns den Start an. Ich weiß, da ist auch noch Ton. Der letzte springt rein. Ja gut. Der andere ist immerhin gerade gestartet, was es dann so noch ein bisschen realistischer macht. Das stimmt auch wieder. Gut. Und zum Abschluss würde ich sagen, wir machen den Einsatz noch. Scheint auch nicht so schwer zu sein. Ist wieder ein riesiger Einsatz da. So, 103%. Ja. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst gern ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir lassen den jetzt noch einmal starten hier. So. Ich versuche in dem richtigen Moment Pause zu drücken. Ist aber sehr schwer, wie wir vorhin gesehen haben. So, nämlich. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Schön, dass die Staubwolke auch in der Pause aufgewirbelt wird. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, habt einen schönen Tag und tschüss.